Hi, ich bin Franzi. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir eine Yin-Yoga-Einheit gemeinsam, 40 Minuten, in der wir uns unserer Hüfte widmen. In der Hüfte, sagt man aus yogischer Perspektive, sind die Emotionen gespeichert. Das heißt, wenn du viele Emotionen oder Stress hast, kann es sein, dass sich deine Hüften eng anfühlen und du verschiedene Blockaden in den Hüften hast. Deswegen ist es umso wichtiger, heute in der Einheit sehr achtsam mit dir umzugehen, sehr bewusst in deine Hüften hineinzuspüren und zu gucken, was sich für dich wirklich gut anfühlt und wie weit du gehen kannst und auch möchtest. Im Yin-Yoga geht es ja immer darum, loszulassen. Es ist eine sehr passive Art, Yoga zu praktizieren. Wir bleiben über mehrere Minuten in den Asanas. Deswegen ist es wichtig, dass du am Anfang guckst, dass du nicht zu sehr in die Asanas reingehst, sondern nur so 60-70%, sodass du sie für eine längere Zeit halten kannst. Beim Yin-Yoga geht es auch darum, still zu werden. Deswegen wundere dich nicht, wenn ich nicht die ganze Zeit rede, sondern mehrere Pausen entstehen, in der einfach nur Stille herrscht. Natürlich kannst du dir ruhige Musik anmachen, wenn dir das hilft, besser bei dir zu sein und ja, dich mehr auf die Einheit einzulassen. Als Hilfsmittel kannst du dir gerne Yoga-Blöcke zur Seite nehmen oder auch einen Schal, einen Teppich, also ein Tuch, je nachdem, was du gerne für Yin-Yoga bei dir hast. Und dann kannst du die Asanas immer entsprechend für dich anpassen. Ja, und dann wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Einheit. Ich freue mich danach auf deinen Kommentar, wie sie dir gefallen hat. Und gerne kannst du auch meinen Kanal abonnieren, dann verpasst du kein weiteres Video mehr von mir. Viel Spaß! Wir starten die Asana-Praxis heute in der Stellung des Kindes mit offenen Knien. Bringe dafür deine Füße zusammen und öffne deine Knie circa mattenbreit. Und dann sinke tief in deinem Rücken, lege deine Stirn auf den Boden ab, deine Hände kannst du nach vorne ausstrecken. Nutze die ersten Momente, um dich einzurichten. Schau, ob du deine Knie weiter auseinandernehmen möchtest oder weiter zusammen, je nachdem, wie sich diese Öffnung hier für deine Hüfte anfühlt. Geh mit der Aufmerksamkeit bewusst in deinen Körper. Spüre, wie sich diese Übung anfühlt. Ob du hier für einige Momente verweilen kannst oder ob du noch Anpassungen vornehmen möchtest. Wenn du dann für dich die passende Stellung gefunden hast, dann werde ich hier ruhig. Werde ruhig in deinem Körper. Lasse los. Lasse alle unnötigen Muskelpartien hier sanft werden. Schau mal, wie sich dein Rücken hier anfühlt. Du mehr Sanftheit in deinen Rückenbereich, in deine Schultern bringen kannst, mehr loslassen kannst. Und spüre auch dein Gesicht, deine Gesichtsmuskeln, deine Zunge im Mund. Und streiche auch hier ganz sanft über deine Muskeln, so dass sie sich glätten dürfen. Und dann nutze auch deine Atmung, um nochmal mehr loszulassen. Nimm einen ganz tiefen Atemzug durch die Nase, atme hier tief ein. Und mit der Ausatmung durch den Mund aus. Durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Mach das Ganze noch einmal, atme ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund aus, lasse alles los, lasse gehen. Spüre, wie du so noch mal mehr Leichtigkeit in deinen Körper bringst, noch mehr loslassen darfst. Spüre, wie du hier immer weicher wirst in deinem Körper.
du immer weiter hineinsinkst in diese Asana, dein Körper loslassen darf und ganz in dem Moment hier verweilen darfst. Stelle dich mental schon einmal auf Bewegung ein. Hebe ganz sanft deinen Kopf an. Bringe deine Hände unter deine Schultern. Bringe deine Knie wieder näher zusammen. Gehe wirklich ganz langsam und achtsam hier mit dir um. Und dann setze dich von hier zurück in deinen Fersensitz. Lege deine Hände in deinem Schoß. Zusammen falte sie ineinander, schließe deine Augen hier und spüre der Übung von gerade eben nach. Bleibe hier mit der Aufmerksamkeit ganz bei dir, in dieser inneren Ruhe, diesem inneren Bewusstsein, dieser innere Platz, den du in dir geschaffen hast. Bereite dich von hier auf die nächste Asana vor. Öffne ganz langsam deine Augen. Und dann komme von hier auf dein Gesäß zum Sitzen. Nimm deine Füße nach vorne. Wir bringen die Beine in die Quadrathaltung. Lege dafür dein rechtes Bein vor dir ab und dein linkes oben drauf. So dass dein rechtes Schienbein jetzt unten parallel zur kurzen Mattenseite liegt. Und dein linkes Bein obendrauf, sodass dein linkes Knie oberhalb von deinem rechten Fuß ist und dein rechter Fuß auf deinem linken Knie ablegt. Und dann schau, ob du Hilfsmittel brauchst, deine Knie vielleicht unterlegt werden möchten. Du kannst eine Decke unter dein linkes Knie legen oder einen Block. Schau, was sich hier für dich gut anfühlt, welche Modifikation du vornehmen möchtest. Dann bringen wir mit der nächsten Einatmung deine Arme nach oben und sinke dann langsam mit deinem Rücken nach vorne. Stell die Hände an der Stelle auf dem Boden ab, wo es für dich angenehm ist. Bleib mit der Aufmerksamkeit ganz bei dir, bei deiner linken Hüfte. Schau, ob du noch einmal Modifikationen vornehmen möchtest oder ob du hier angenehm sitzt und für einige Momente hier verweilen kannst. Wenn du deine Pose gefunden hast, dann schließe deine Augen und spüre wieder, wie dein Körper hier langsam nachgibt, wie deine Muskeln sich immer weiter entspannen. Du kannst jederzeit mit den Händen weiter nach vorne laufen, wenn du das Gefühl hast, dass du mehr Spielraum hast an deinem Rücken, dein Körper weiter nachgeben möchte. Bleibe hier ganz sanft in diesem Bewusstsein bei dir. Spüre ganz bewusst jede kleine Bewegung in deinem Körper. Nimm jeden Muskel wahr, der hier loslässt, der deinem Körper mehr Entspannung bringt. Indem du mehr in die Hingabe kommst. Nimm wahr, in welche Richtung deine Gedanken hier gehen. Vielleicht merkst du, dass du an Alltagsthemen denkst, Dinge aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft. Als es so ist, dann bringe sie ganz sanft wieder zurück in deinen Körper und das Spüren, in die Wahrnehmung, in das Beobachten, in das Fühlen. Was in deinem Körper hier passiert, wo Öffnung geschieht.
dein Körper loslässt, sich öffnet. Und dann kannst du es auch mental übertragen. So wie dein Körper hier loslässt und sich für Neues öffnet, darfst du dich auch auf mentaler Ebene von Altem lösen und dich für Neues öffnen. Verbinde dich noch einmal mit deiner Atmung. Lass mit jeder Ausatmung noch mal ein bisschen mehr los. Atme hierfür ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und noch einmal. Lass wirklich alles los mit der Ausatmung. Hebe ganz langsam wieder deinen Oberkörper an. Laufe mit deinen Händen zurück Richtung dein Bein. Geh ganz achtsam mit dir um. Und wenn du mit deinen Händen an deinen Beinen bist, lege sie auf deinen Beinen ab. Komme hier in den geraden Rücken, lasse deine Augen geschlossen und spüre, wie sich diese Ausgangsposition jetzt für dich anfühlt. Was nimmst du hier wahr? Öffne dann ganz langsam deine Augen. Löse die Position auf, lege deine Hilfsmittel zur Seite, stell deine Hände hinter dir ab, stell deine Füße vor dir auf den Boden ab, dann komme in die Scheibenwischerbewegung mit dem Bein, bringe dein linkes Knie zu der rechten Ferse und dann im Wechsel dein rechtes Knie zur linken Ferse. Folge diesem Wechsel hier, mal das gegenüberliegende Knie zur gegenüberliegenden Ferse bringen. Bleibe achtsam in den Bewegungen, sodass du genau spüren kannst, wie sich die Übungen für dich anfühlen. Dann werde langsam wieder still in der Mitte. Wir kommen auf die andere Seite und leg dafür dein linkes Bein diesmal nach unten. Dein linkes Schienbein ist parallel zur kurzen Mattenseite. Dann bring dein rechtes Schienbein oben drüber, so ist dein rechtes Knie jetzt über deinem linken Fuß ist und dein rechter Fuß auf deinem linken Knie. Schau wieder, ob du ein Hilfsmittel möchtest. Richte dich wieder ein, sodass du hier für einige Momente sitzen bleiben kannst. Nimm dann mit der Einatmung deine Arme nach oben, mache dich hier lang. Mit der Ausatmung komme langsam nach vorne mit dem Rücken. Stell die Hände auf dem Boden auf der Stelle ab, wo es für dich angenehm ist. Und dann spüre auch hier noch einmal, ob du hier gut sitzt, so eine Veränderung vornehmen möchtest. Wenn es zu intensiv für dich ist, kannst du näher kommen mit den Händen an deinen Körper. Aber wenn du merkst, dass dein Körper bereit ist und du mehr loslassen kannst, deine Hüfte sich öffnet, kannst du auch mit den Händen ein Stück weiter weggehen. Bleibe ganz achtsam in diesem Bewusstsein für deinen Körper. Du musst niemandem etwas beweisen. Du bist hier für dich, dir selbst etwas Gutes zu tun. Und deinem Körper etwas Gutes zu tun. Deinem Geist. Deswegen nimm dir hier diese Aufmerksamkeit. Schenke dir selbst dieses Geschenk, dass du genau die Übung machst und sie so ausführst, wie sie für dich richtig ist. Dann werde wieder still. Bleibe mit der Aufmerksamkeit
ganz bei dir. Spüre ganz bewusst, was in deinem Körper passiert. Wo sich etwas löst. Dein Körper loslässt. Und sich bereit macht, Neues zu empfangen. Nimm wahr, wie sich die Stille für dich anfühlt. Dieser Moment, in dem du ganz bei dir sein darfst. In der Ruhe. Im Loslassen. Im Nichtstun. Und deine Gedanken in eine andere Richtung driften. Hole sie ganz sanft zu deinem Körper zurück. Die Wahrnehmung. Das Spüren der Übung. Nimm auch deine Atmung hier ganz bewusst wahr. Spüre jeden frischen Atemzug an deiner Nasenspitze, wie die frische Luft in deinen Körper hineinströmt, sie sich ihren Weg bahnt in deinen Körper, dich nährt. Und wenn du die Ausatmung loslassen darfst, die alte, verbrauchte Luft ausatmen darfst, wie sie aus deinem Körper hinausströmt und sie an deiner Nasenspitze als warmen Luftzug wahrnehmen kannst. Dann stelle dich langsam wieder auf Bewegung ein. Laufe ganz achtsam deinen Händen näher zu deinen Beinen heran. Lass es so deine Wirbelsäule sich wieder weiter aufrichten. Bis deine Hände auf deinen Beinen angekommen sind und deine Wirbelsäule wieder aufrecht ist. Dann halte hier deine Augen geschlossen. Bleibe mit dem Bewusstsein ganz bei dir. Spüre, wie sich jetzt diese Position für dich anfühlt. Im Vergleich zum Anfang. Was hat sich verändert? Stelle dich dann sanft wieder auf Veränderung ein. Öffne ganz langsam deine Augen. Lege deine Hilfsmittel weg, wenn du etwas mehr Platz um dich herum brauchst. Und stell deine Hände hinter dir auf und deine Füße auf den Boden und mache noch einmal die Scheibenwischerbewegung. Bringe dein rechtes Knie zur linken Ferse und wechsle dann. Dein linkes Knie geht zur rechten Ferse, so dass deine Hüfte hier eine sanfte Gegenbewegung zu den Öffnungen von gerade eben erfährt. Mache jede Seite noch einmal. Und dann
werde langsam wieder ruhig in der Mitte. Bringe deine Füße etwas näher zusammen, bringe deine Hände an deine Knie und rolle dich von hier ganz achtsam und sanft auf deinen Rücken ab. Löse dabei deine Füße vom Boden und dann, wenn du auf dem Boden abliegst, male kleine Kreise mit deinen Knien, sodass du deinem unteren Rücken eine sanfte Massage gibst. Ändere dann auch die Richtung, sodass du den Kreis in die andere Richtung malst. Dann werde langsam ruhig in der Mitte. Stelle deine Füße wieder auf den Boden ab. Schau, dass du hier entspannt auf deinem Rücken liegst, dass dich nicht stört. Und dann bringe dein rechtes Bein über dein linkes, sodass jetzt circa dein Knöchel auf deinem linken Bein abliegt. Dann bleibe ich hier erstmal liegen. Spüre, wie sich diese Position für dich anfühlt. Vielleicht möchtest du hier bleiben. Wenn du etwas weitergehen möchtest, dann hebe deinen linken Fuß vom Boden ab und greife deinen Oberschenkel mit deinen Händen und ziehe so dein Bein etwas näher zu dir heran. Dann bleibe auch hier und spüre, wie sich die Position für dich anfühlt. Wenn du noch etwas weitergehen möchtest, dann kannst du auch dein Schienbein umarmen. So intensiviert sich die Dehnung nochmal etwas für dich. Nutze die ersten Momente für dich zum Ausprobieren. Du kannst jederzeit einen Schritt zurückgehen. Denke daran, dass wir mehrere Minuten hier verweilen. Also gehe nur so weit, wie es für dich angenehm ist und du hier verweilen kannst. Wenn du dann deine Position gefunden hast, dann werde ich hier wieder ganz ruhig. Entspanne alle unnötigen Muskeln. Glätte deine Muskeln im Schulterbereich. Lasse deine Schultern entspannen. Und schau auch noch einmal auf dein Gesicht. Entspanne die Gesichtsmuskulatur. Lasse deine Gesichtszüge ganz weich werden. Dann tauche von hier wieder in die Stille ein. Genieße die Stille. Durch in deinem Körper. Durch dieses Halten und Verweilen in den Asanas kreierst. Bringe diese Stille in deine Gedanken. Indem du sie in deinen Körper lenkst. Das bewusste Spüren dieser Asana. Die Körperwahrnehmung. Bleibe weiterhin ganz bei dir. In der Körperempfindung. Spüre deine rechte Hüfte. Vielleicht merkst du, dass sich etwas verändert. Vielleicht merkst du, wie dein Körper immer mehr loslässt. Immer mehr bereit ist, sich hinzugeben, Altes abzugeben und sich für Neues zu öffnen. Stelle dich dann langsam wieder auf Veränderung ein, löse deine Hände, sodass dein linker Fuß wieder auf den Boden absetzen kann, gehe ich hier wirklich im Zeitlupentempo vor.
ganz langsam und achtsam. Strecke dann dein rechtes Bein nach oben. Kreiere Länge in deinem rechten Bein. Um es dann wieder neben deinem linken Bein zu platzieren. Mache dann die Scheibenwischerbewegung hier auf dem Boden. Öffne deine Füße etwas weiter nach außen. Und dann bringe deine Knie abwechselnd zur einen Seite. Und dann wieder zur anderen Seite. Führe die Bewegung ganz bewusst, ganz achtsam aus. Bleibe in dieser Sanftheit. In dieser Ruhe. Und bringe deine Beine wieder zurück in die Mitte. Bringe deine Füße näher zusammen. Und diesmal dein linkes Bein auf deinem rechten aufzulegen. Wieder so, dass in etwa dein Knöchel auf dem rechten Bein aufliegt. Und dann spüre auch hier erstmal wieder, wie sich deine linke Hüfte hier anfühlt. Was du hier wahrnimmst. Ob vielleicht diese Position für dich heute schon ausreicht. Ansonsten kannst du auch gerne dein rechtes Bein abheben, mit den Händen um deinen rechten Oberschenkel greifen, so dein Bein etwas näher zu dir heranzuziehen und die Dehnung in der linken Hüfte zu intensivieren. Und schau, ob du hier bleibst oder ob du mit deinen Händen dein rechtes Schienbein umgreifen möchtest. Um so vielleicht die Dehnung noch einmal etwas stärker für dich zu intensivieren. Nimm wahr, wie sich diese Seite für dich anfühlt. Manchmal gibt es Unterschiede zwischen den Seiten. Dann beginnen die Gedanken wieder zu kreisen. Warum geht die eine Seite besser wie die andere? Probiere dich nicht auf diesen Gedankenkreisel einzulassen, sondern einfach ganz bei der Beobachtung zu bleiben und einfach nur wahrzunehmen, dass es einen Unterschied gibt, ohne diesen zu bewerten. Und schau auch hier noch einmal, dass deine Gesichtszüge ganz entspannt sind. Du hier loslässt, abgeben darfst. Vielleicht spürst du, wie dein Körper sich immer mehr öffnet. Du kannst gerne auch noch einmal deine Handposition verändern und das Gefühl hast, dass deine Hüfte bereit ist, ein bisschen weiter zu gehen. Bleibe aber auch hier ganz achtsam bei deinen individuellen Bedürfnissen. Mache dies nur, wenn dein Körper dir signalisiert, dass er dafür bereit ist. Gib deinem Körper die Möglichkeit, sich zu entfalten, loszulassen. Behandle ihn dabei ganz liebevoll. Akzeptiere die Grenzen. Respektiere diese und sei dankbar dafür, was möglich ist.
Und dann löse ganz langsam wieder deine Hände. Gehe ich im Zeitlupentempo vor. Und wenn deine Hände gelöst sind, dann bringe ganz langsam und achtsam deinen rechten Fuß wieder auf den Boden. Lege deine Hände entspannt neben deinem Körper ab. Und strecke von hier dein linkes Bein weit nach oben. Kreiere Länge in deiner Beinrückseite, bevor du dann dein linkes Bein auch wieder auf den Boden abstellst. Mache noch einmal die Scheibenwischerbewegung. Öffne dafür deine Füße etwas weiter nach außen. Bringe die Knie erst zur einen Seite und dann zur anderen. Du kannst auch deinen Kopf mitnehmen und ihn immer entgegengesetzt in die Richtung bewegen zu deinen Beinen. Bleibe ich in diesen achtsamen Bewegungen und werde dann langsam wieder ruhig in der Mitte. Bring von hier deine Füße in der Mitte zusammen. Lasse dann deine Knie nach außen fallen, sodass sich deine Fußsohlen berühren können und deine Knie nach außen gehen. Und dann spür hier mal, wie sich deine Hüfte anfühlt in dieser Öffnung. Und schau selbst, wo du deine Füße platzieren möchtest, ob du sie weiter wegnimmst vom Körper, sodass du etwas die Dehnung rausnehmen kannst aus der Hüfte, oder ob du sie noch näher an deine Hüfte herannimmst, um die Dehnung zu intensivieren. Nutze auch hier die ersten Momente, um die richtige Position für dich zu finden. Wenn du deine Beinposition gefunden hast, dann lege gerne deine linke Hand auf dein Herz, deine rechte Hand auf deinen Bauch und hier die Verbindung zu deinem Herzen zu stärken und zu deinem Bauchraum, dem Sitz der Lebensenergie. Verbinde dich hier ganz bewusst mit diesen beiden Energien. Nutze hierfür ganz bewusst deine Atmung. Lenke deinen Atem ganz bewusst in deinen Herzraum, in deinen Bauchraum. Atme ganz tief ein in dein Herz und in deinen Bauch. Spüre, wie frische Energie, frische Luft, frisches Leben ganz tief in dein Herz und in deinen Bauch einatmest. Und der Ausatmung wieder Altes loslässt. Die alte Energie, die du nicht länger brauchst, ausatmen darfst. Atme ganz tief ein. Und aus und durch den Mund. Ganz tief ein und aus und noch einmal ein und aus. Spüre, wie du hier immer und immer ruhiger wirst. Deine Beine immer weiter nach außen sinken, ganz natürlich. Dich entspannen darfst.
Stelle dich mental schon einmal auf Veränderung und Bewegung ein. Bring im Zeitlupentempo deine Knie wieder zusammen. Gehe hier wirklich ganz, ganz langsam vor. Ganz achtsam. Als letzten Schritt stellst du deine Füße auf, bringst sie etwas weiter auseinander und lässt dann deine Knie innen zusammenfallen. Als Gegenbewegung für deine Hüfte. Bleib mit der Aufmerksamkeit ganz bei dir. Bleib in dieser Stille, von der wir dann direkt in die Endentspannung übergehen. Strecke dafür deine Beine nach vorne aus. Lege deine Arme neben deinem Körper ab, deine Handflächen zeigen nach oben. Richte dich hier ein, dass du dich entspannt liegst. Löse alle Anspannungen, die noch übrig ist in deinem Körper. Kletter alle Muskeln. Wenn du möchtest, kannst du dich natürlich zudecken. Mach es dir hier gemütlich. Für diese Endentspannung. Dann genieße dieses Gefühl. Dieses vollkommenen Loslassens, der Hingabe und dieser Stille für dich. Stelle dich wieder ganz langsam auf Bewegung ein. Vertiefe deine Atmung. Bewege deine Fingerspitzen und deine Fußzehen. Mache ganz kleine Bewegungen. Bringe ganz langsam wieder das Bewusstsein in deinen Körper. Folge intuitiv diesen sanften Bewegungen, die sich hier auftun. Vielleicht möchtest du dich nach oben strecken, lang machen,
dich etwas regeln. Vielleicht auch deine Beine zu dir zu nehmen. Folge deinem eigenen Gefühl. Und dann komm von hier auf deine eigene Art und Weise wieder nach oben zum Sitzen. Komm in den kreuzbeinigen Sitz. Halte deine Augen noch geschlossen. Bleibe noch einmal für einen Moment ganz bei dir. Und spüre den Übungen nach, was sie in dir verändert haben. Dann bringe deine Hände vor deinem Herzen in der Gebetshaltung zusammen. Verbeuge dich vor dir selbst, dass du dir die Zeit hier genommen hast, dir etwas Gutes getan hast. Wenn du soweit bist, dann öffne langsam wieder deine Augen, komme zurück, nehme deinen Kopf wieder an und dann bedanke ich mich bei dir, dass du mitgemacht hast und wünsche dir noch einen tollen Tag. Bis bald.